Hallo Leute, heute haben wir eine Dreise, Modell 1907. Zeige ich euch mal. Yep, kann man noch schön alle Stempel erkennen, die Beschriftung. Jo, nur vom Zustand her ist er auch nicht mehr so der Brüller. Ist noch kein Heuler, aber auch nicht mehr der Brüller. So, und die werden wir konservieren. Ich zeige es euch mal, die sind überall Rost. Pickel, sind sogar Dellen und Kratzer unten drin. Ja, kann man schön sehen. Okay. Ist nichts drin. Dass es schießt, haben wir ja schon gesehen. Ich habe ein Video eingestellt drüber. Und da sind halt viele verrostete Schrauben dran. Vergurkte Schrauben, nicht schön. Da werde ich mich auch noch drum kümmern. Über die Vorgehensweise ist soweit eigentlich nur wenig zu sagen. Das habe ich schon in meinem P08 Konservierungsvideo dargestellt, wie ich das mache. Ich wollte euch nur hier das Ding mal genau zeigen, dass ihr seht, wo überall Handlungsbedarf ist. So. So fangen wir mal an, das gute Stück auseinanderzubauen. Wichtig ist, dass wenn man, bevor man an so Schrauben von einer alten Waffe geht, den richtigen Schraubenzieher hat, beziehungsweise Schraubenzieherbit. Ich zeige euch das mal. Könnte der sein? Hier. Den kann ich jetzt einfach so reinstecken und der bleibt von alleine drin stecken. Seht ihr? Fällt nicht raus. Der hat die optimale Breite. Ist optimal für die Schlitzdicke. So, setzen wir den nochmal genau an. Und dann nehmen wir ein winzig kleines Hämmerchen. Klopfen den ein bisschen rein. Ich weiß, ihr könnt euch meine Hände nicht sehen. Machen wir es mal so. So, auf ist er. Jetzt das gleiche Spielchen mit der vermurksten Schraube. Sitzt. Okay, ist offen. Können wir mal unter die Griffschalen gucken. Schieben sich raus. Okay. Sehen wir auch überall Rost. Da sieht es noch ein bisschen schlimmer aus. Aber es ist nicht so schlimm, als ich dachte. Ich muss das Ding mal aufklappen. Jo. Okay, dann gehen wir mal ins Auseinanderbauen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum liegt da so eine Riesenpatrone drauf? Das ist eine schöne, Kaliber 50 BMG. Da habe ich mir ein Spezialwerkzeug gemacht, um das in die Pistole zu zerlegen. Ich zeige es euch mal. Das ist ein Hornady Amax-Geschoss. Das ist nichts Gefährliches, kein Leuchtspur, kein Sprengbrand oder sonst irgendwas. So, das ist mein Spezialwerkzeug zum Auseinanderbauen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Denn an der Pistole, da hinten ist ein Zerleghebel, kann man so schön aufklappen ein Stück.
Denn an dieser Pistole ist ein Teil, das neigt zum Fliegen. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und dann habe ich mir gedacht, so, Kollege, das machen wir jetzt anders. Dann habe ich mir das Teil hier gebastelt. Das passt genau da vorne drauf. Und da kann man dann das runterdrücken. Ja, wo ist Licht? So, kann man das ein Stück hochklappen. Und dann kann man das fangen. So. Und die Feder raus. Und das war's auch schon. Geht auch gut zum Zusammenbauen. Einfach die Hülse wieder reindrücken. Zerlegwerkzeug draufstecken. Ups. Der Vorteil ist halt, es ist aus Messing. Boah, Vorführeffekt. Vorteil ist halt, es ist aus Messing und er macht nichts kaputt damit. So, jetzt kann man das wieder zuklappen. Zack, raus und fertig. Nochmal. Draufdrücken. Dessen Stück wegklappen. Yep. Das Teil fangen. Ich weiß, ihr könnt nicht durch meine Hände sehen. So. Dann ist die Problematik mit den wegfliegenden Teilen ein für alle Mal geklärt. So. Jetzt kann man sie aufklappen. Und den Verschluss nach hinten. Und dann so rauskippen. Haben wir da noch eine Auszieherkralle, kann man auch rausnehmen. Yep. Dann können wir noch den Verschlusskopf entfernen. Den muss man einfach so schwenken, so rausdrehen. Dann kann man den abnehmen. Dann ist eigentlich nur noch ein Schlagbolzen, den können wir ziehen. Die Schlagbolzenfeder und das war's. Mehr gibt's an dem Verschluss nicht mehr abzubauen. So, und den Rest machen wir wie immer. Tüten zum Kollegen geben und warten, bis er wieder kommt.